Hans Scholl, Alexander Schmorell und Sophie Scholl. Sie alle waren Teil der Widerstandsgruppe Weiße Rose. In Zeiten des NS-Regimes setzten sie sich für Werte wie Gerechtigkeit und Freiheit ein. Dafür wurden sie vor 75 Jahren vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und hingerichtet. Sie sind eingetreten und mussten mit dem Widerstand ihr Leben sozusagen hergeben. Das war ihnen bekannt, dass diese Flugblätter hochriskant waren, aber sie waren von einer tiefen Motivation getrieben. Man kann in diesem Staat nicht schuldig werden, wenn man nichts sagt zu den Geschehnissen, die ja doch schon bekannt waren. Die Studenten Alexander Schmorell und Hans Scholl verfassten im Sommer 1942 die ersten vier von insgesamt 6 Flugblättern. Heimlich, im Elternhaus der Schmorells. Wie groß die Gefahr war, erwischt zu werden, war den Akteuren der Weißen Rose durchaus bewusst. Doch ihre Moralvorstellung, das Richtige zu tun, war größer als die Angst vor dem NS-Staat. Sie waren damit natürlich in gewisser Weise auch für dieses System oder vom System her als gefährlich empfunden worden. Denn hier sagten Leute etwas, was möglicherweise viele dachten, es aber nicht wagten. Wie Sophie Scholl im Verhör sagte, was wir dachten und taten, denken ja so viele, nur wir fanden, es muss auch was getan werden. Mindestens 30 Akteure waren Teil der Widerstandsbewegung Weiße Rose. Ihr bekanntestes Flugblatt war das 6. Denn es wurde nicht nur im Münchner Raum, sondern auch über Norddeutschland durch die Royal Air Force im Sommer 1943 millionenfach abgeworfen. 75 Jahre später hat die Weiße Rose ihre Bedeutung noch immer nicht verloren. Freiheit ist nicht vom Himmel gefallen, sondern Freiheit muss gelebt werden und wir Menschen müssen dafür eintreten, dass unsere Freiheit auch erhalten bleibt. Und dazu gehört, dass wir Toleranz üben, dass wir auch uns positionieren gegen Rassismus, gegen Antisemitismus und gegen Willkür. Also insofern ist die Botschaft der Weißen Rose zeitübergreifend wichtig. Mit der Gedenkstätte Weiße Rose erinnert die Stiftung an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Am 22. Februar findet zum 75. Todestag der Geschwister Scholl ein Konzert an der Ludwig-Maximilians-Universität statt. Dort im Lichthof, wo vor 75 Jahren die Flugblätter als Zeichen für Freiheit geworfen wurden.